den Fluss gefunden. Oh, du Arschloch, hör auf damit. Hör auf damit. Ah, du blöder Penner. Was? Hört mich. Also ich will keine mehr weiter. Hinter mir und vor mir ist niemand. Ich bin zufrieden. Du musst Erster sein. Ja, ich muss Erster sein. Ich habe euch einfach überrundet. Das ist es. Ich bin gar nicht hinten. Das hat das Spiel nur nicht richtig mitgekriegt. Dass ja. Vollkommen korrekt. Wenn man die Kurve nicht kriegt, fährt man einfach auf Road weiter. War auch gut. Jetzt sieht der Zweite schon wieder so weg, ey. Das ist nicht zu glauben. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es schon, weil ich halt einfach nicht so gut bin wie der, aber... Die haben halt auch eine höhere Fahrzeugstufe. Die werden ja, halt einfach auch von Natur aus ein bisschen schneller sein. Stell dir vor, wir hätten deren Fahrzeugstufe, ey. Der würde mich so nackig machen, ey. Wegrocken, ey. Aber richtig. So, ich habe schon den 21. Checkpoint. Oh. Ich bin beim 16. gerade. Ah, ich muss sagen, ich mag das, dass die Rennen hier dann so lange teilweise sind. Das habe ich doch vorhin gesagt. Das hundertprozentig gibt es da lange Rennen. Wenn es hier so ein riesengroßes Feld gibt, gibt es hier auch lange Rennen. Nur. Das mit einer großen Crew zusammenspielen. Ja. PvP-Modus kannst du das ja auch mit ganz vielen Leuten spielen. Ja, ich denke mal, das ist dann wirklich auch der eigentliche Inhalt des Spiels. Kann ich mir vorstellen. Dass ich denke, man kann auch individuelle Rennen erstellen. Das wäre überhaupt das Beste. Genau, so eine gewisse Strecke irgendwie durch die USA oder sowas. Puh, Vorsicht. Dreh. Ach, kommst du schon bei den Bäumen, ich locker durchgepasst, ey. Auto extra vorher eingecremt. Doch, klar. War jetzt gerade gar keine Abkürzung mehr, weil es hier eigentlich eine Straße gibt, aber... Viel mehr Spaß so. Oh, dieser dritte Platz hinter mir. Ich bin der Zweite. Das ist so unglaublich. Der Typ hängt so an mir. Das ist einfach nicht. Ich fühle mich wie auf dem Hamburger Kiez, ey. Und ich bin sagen, ihr seid 5 Kilometer von mir weg. Ja gut, aber du hast wenigstens Spaß da zwischen den Bäumen, weißt du? Ja, das bei mir stimmt. Ist echt Stress hier. Nicht hier raus, nicht hier raus. Oh nee. Fuck. So, hab ich das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Also ein Bedürfnis wieder unbedingt den Baum anzufahren. Ich kenne es auch teilweise, wo man so den Baum sieht und dann weicht man aber irgendwie nicht aus oder... Ja, man denkt sich einfach, da ist so ein Baum. Nee, bei mir ist es dann oftmals auch so, dass ich denke, ey, wenn ich jetzt hier voll in zur Seite lenke, dann komme ich doch bestimmt ins Schleudern und habe ich ganz verkackt. Und dann sage ich mir, passt schon. Meistens passt es dann halt nicht. Ja, das ist scheiße, du. Da sagst du was, ey, das ist richtig kacke. Oh, 2 Minuten Rückstand, ich habe aufgeholt. Da hinten das große Riesenrad. Oh, hier sind jetzt die Checkpoints irgendwie ein bisschen näher beieinander, zumindest 2. Lerne dafür aber langsam den Wagen hier unter Kontrolle zu kriegen, also... Wie der aktuell fährt, ist der echt nice. 4 Minute 57. Yay! Hol ich doch nicht mehr schnell genug auf hier. Los, Karre! Zeig, was du kannst! Ich glaube an das Herz der Karten! Ich hole auf den ersten nicht auf, insofern bist du halt besser als ich, muss man einfach mal so sagen. Ja, ich kriege ja immer nur die Zahl angezeigt zu demjenigen, zu dem ich gerade aufschließe. Ja, zum nächsten. Ja, aber das ist komisch, weil jetzt gerade war ich recht nah hinter dem zweiten und da wurden mir 10 Sekunden angezeigt. Das kann halt nicht sein. Okay. Ich sehe den hier unmittelbar vor mir. Oder es war eine Sekunde, ich habe mich verguckt, das kann natürlich auch sein. Hoppack. Alter, der hat gerade irgendwie einen Zaun hat damit genommen. Ich hab gedacht, der hat langsam kommen die anderen Autos aber echt näher. Sehr gut. Ich hätte so wie ich gefahren bin, ey. Locker Erster werden können, ne? Hier ist Nebel, das finde ich gar nicht gut. Ja, genau, baut da vorne einfach alle einen Unfall.
Ey, wie die abziehen. Das ist so nicht zu fassen, ey. Oh, hier wollte ich nicht reinfahren, hier wollte ich nicht. Okay. Passiert, ich bin wieder in die Bäume gefahren. Warum? Weiß es nicht. Passiert, ich bin einfach hier wieder in die Wald gefahren. Und da verliere ich doch wieder, ich kann B drücken, dann komme ich zurück zur Spur. Ist gut. Ach so, okay, ja, ja. Ich nicht, warum ich habe mich nicht. Ich habe gesehen, Bäume ist voll gut, fahrst du rein, ist voll schön. Voll die unglaubliche schöne Bäume sind das. Oh, aber Bäume von der gut, echt, manch Bäume. Also wirklich schön herbstlich hier, ja. Ich würde am liebsten aussteigen, ein paar Blätter zur Deko sammeln, zu Hause auf den Essenstisch legen und dann krabbeln einem immer die komischen. Krabbeln einem immer die komischen Tiere über den Tisch. Kastanientiere basteln. Oh ja. Der Traum eines jeden Mannes. Das wäre total toll. Weil ich habe ja auch immer Kastanientierchen gebastelt mit zwei sehr großen Argumenten. Boah, ich habe gerade einen Unfall gebaut. Dann würde ich das, dann sind das ist dann was für mich. Kann ja schon sagen. Dich ziehe ich jetzt ab, ey. Du blöder Penner. Ich darf von hinten frontal drauf fahren. Ah, Kurve! Die war unerwartet, obwohl es da eine Minimap gibt, auf die man ab und zu mal gucken sollte. Ach echt? Oh ja, stimmt ja. Man kann ja, das sehe ich sogar, welche Entfernung ich zum nächsten Checkpoint habe. Hui. Noch nicht besser mit dem Abstand hier. Okay, 34 von 35, ich brauche nur einen Checkpoint. Ich bin bei 25. Da heißt es dann bestimmt wieder, kommt in der und der Zeit ins Ziel. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da vorne ist das Ziel? Nee, kriege ich nicht. Aber auch nicht nochmal fahren. Oh, er ist da reingefahren. Nein, er holt mich. Vielleicht. Das gibt's doch nicht. Er hat mich nicht überholt. Ja, genau. Jetzt habe ich noch 28 Sekunden Zeit, das Rennen zu beenden. Das ist nicht lustig. Das schaffe ich jetzt. Challenge accepted. Ich glaube da nicht. Alter Vater, das war echt nervenaufreibend. Da muss man sich echt konzentrieren hier. Ach, da ist schon wieder so ein Checkpoint, den ich fast übersehen hätte, wenn ich... Konnte ich aber einfach an diesem Checkpoint vorbeifahren, um das mitzukriegen, ey. Doch scheiße. Warst du fasziniert von den Bäumen? Ja. Mission erfüllt. Ich glaube, ich habe immerhin 10... Ich habe dafür... Also, du hast ein bisschen mehr... Alter, du hast einfach 11.000 Punkte dafür gekriegt, ey. Alter, so eine Kacke. Aber dafür, dass man so lange gefahren ist, ist es jetzt nice. Gar nicht so viel. Trotzdem, ich fand das jetzt nice. Kann man sehen das dann nochmal sehen uns, fahren? Wir sehen uns. Hi. Ich guck mir mal ganz kurz hier. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach du Scheiße, guck mal da oben. Warte mal, M. Ja, Fluchtfeuer der Justiz kann man nochmal machen. Ach, und dann gibt's da noch ein Rennen. Colorado-Kehre. Über eine Stunde steht da dran. Verstehst du? Guck mal, neben uns hier direkt ist eins. Unter 10 Minuten steht das White Mountain Schleife. Okay, Moment, direkt ich guck hier mir kurz neben uns. Ich guck mir kurz mal hier die Deko an. Mach das. Betreten? Was ist hier? Ah, ne, das ist doch die Deko. Oh, wunderschön. Oh mein Gott, ist das schön hier. Und diese Autos so detailreich. Oh, eine Frau im Minirock. Oh mein Gott, ich muss aufsteigen. Weil ich schon mal raus aus dem Wagen springen. Hallo! Hi! Asigurin. So, was hast du gesagt? Direkt hier um die Ecke bei uns eins. Bleib auf der Linie. Oh, was will das Spiel von mir? Ich soll auf der Linie bleiben, steht da. Direkt das kann ich um aber nicht, das sind andere Autos. Du meinst dieses Ideallinientest 19? Das kann man gar nicht machen, weil da Autos einem entgegenkommen. Ich weiß ja nicht, was das Spiel von einem da verlangt, aber das finde ich unfair. Unfair? White Mountain Schleife meinst du, oder wie, oder was? Genau, White Mountain Schleife. Also, dann setze ich mir doch mal einen Wegpunkt hin. So. Und dann versuche ich auch mal hier dieses komische Ding da zu schaffen, was du da gerade machst. Ich habe ganz viel Gegenverkehr gehabt, da konnte ich ja schlecht auf der Linie bleiben. Ach, das sind doch alles Sprüche von Verlierern. Verlieren, das würde mir nie passieren bei einem Rennen. Ich würde niemals irgendwann Letzter werden. Ich muss mal Bronze bekommen. Okay, mal gucken, wie es bei mir aussieht. Schicken. Was soll man denn hier machen? Wow, wow. Einfach auf der Linie bleiben. Ach du Scheiße. Autos. Das meine ich damit. Goldmedaille ist da. Okay, alles klar. Nee, kriege ich nicht hin. Falsche Richtung, Frau, gleich abbiegen. Oh.
Verdammt. Hat mich richtig auf die Straße ge... Ja, zurück in die Spur, ja, danke. Oh, das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach, muss ich sagen. Hier sind jetzt zwar keine Autos mehr bei mir, nur am Anfang. Bronze. Ah, oh, nee, 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 nee! Nee! Mein Auto ist kaputt. Dup, dup, dup. Oh Gott, wie viele Tiere. Kacke. Du bist einfach weitergefahren, ne? Ich fahre dann auch weiter. Ja, ich bin einfach weitergefahren. Bronze bekommen, es reicht mir. Mist. Das darf ich allerdings auch nicht ausstatten. Das ist schade, ey. Oh, das ist ein Hirsch. Elch. Ich hab einen Elch gesehen. Ein elchiger Hirsch. Ach, oh, da hab ich's gefunden. Ich bin, ja, alles klar. Ich nehme das mal an. So, da bin ich. Voll, raus hier. Jetzt geht's hier richtig los, ey. Hier. Ey, vorzüglicher Fahrzeugtyp, 160, ist mir egal. Wir hauen sie richtig. Mei, Kruzifix noch einmal. Oh, der steht unter 10 Minuten, so heißt, ich kann noch schneller verkacken als das letzte Mal. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Komm, einer von uns ist Erster, einer von uns ist Erster. Honey, einer von uns wird Erster. Stimmt. Okay, du fährst in der Mitte durch, alles klar, ich fahre einfach hinter dir her. Ah, die nehmen mich von beiden Seiten. Nee, tun sie nicht. Also gut. Oh mein Gott, die nehmen mich von beiden Seiten. Was macht ihr da? Ah, nee, ich hab ihn verpasst. Doch nicht. Ah, Bäume. Bäume. Oh, der hat sich gedreht. Sehr gut. Auch Bäume. Bäume ist gut. Ich zieh mal kurz rechts vorbei. Ja, ja, ja. Oh. Ich versuch's zumindest. Alles gut, noch bist du auch schneller als ich. Okay. Oh, das Viech da jetzt gerade aus dem Zaun gerammelt. Oh, ich mag das, wenn wir beide nebeneinander fahren oder hintereinander. Das ist echt gut. Da fühlt man sich so zu überlegen. Ja. Und die sind auch weit weg gerade. Oh, Entschuldigung, sorry, das war der Windschatten. Ich war plötzlich so schnell. Ich meine Karosserie verstauchen. Boah, den Baum haben wir aber knapp verfehlt. Ah! Oh Gott, Tier, geht doch mal weg da. Bei mir war kein Tier da, ich hab keins gesehen bei dir. Ich hab gedacht, was ist jetzt los? Ich war Tier. Wieso fährt ihr so komisch? Ich bin Elchen ausgewichen. Oh. Das ist eine Kurve. Ich glaub, oh Mann. Gibt's hier eigentlich sowas wie Windschatten wahrscheinlich? Das gibt's ja eigentlich in jedem Autorennspiel. Eigentlich ist das ja ein Auto. Also, es ist ja nun mal auch Windschatten. Ja. Das existiert ja nun mal so realistisch, wie das hier gehalten ist. Gibt's hundertprozentig Windschatten. Ja. Ah, shiny! Ist das hell? Ich sehe doch nichts. Mal weg damit. Alter, ey. Die Sonne ist ja blendend heute wieder. Blendend aus. Hier unter 10 Minuten. Was labern die? Ja, schneller hier. Aber wir fahren erst seit einer Minute. Vorsicht, die sind richtig hinter uns. Alter, wo kommen die denn plötzlich her? Weil wir ab und zu das hier machen. Das sah so elegant aus. Dazu jetzt klassische Musik. Toll. Guck mal, ich hab's wieder geschafft, klassischer letzter zu werden innerhalb Was, von einer wirklich? Sekunde. Nein. Weil ich mich einmal gedreht habe. Die sind aber auch plötzlich angeschossen gekommen. Ja, die kamen da auf einmal, die waren alle voll weit weg. Ja. Muss ich immer schön versuchen, die Kurven eng zu nehmen. Kurven. Ich bin erstmal jetzt fast gedreht und mich dabei mit selbst ein bisschen. Naja, ich bin ja ein Offroad-Wagen, da kann ich das ja. Ich bin nämlich auch fast von der Straße gedreht. Das ist aber cool, hier hochzufahren, muss ich sagen. Weg, ihr blöden anderen Arschlöcher, ey. Meine blöden Straße. Anderen Arschlöcher. Ich bin das einzige Arschloch hier, ja. Echt mal. Das Geht ist meine Arschloch-Autorität. Ich stink am heftigsten! Nein. Nein, das stimmt nicht. Rosen und Tulpen. Nein, hier überholt mich jemand. Gar nicht stinken. Oh, Scheiße. Vorsicht. Ganz vorsichtig.